Hallo lieber Christian, schön, dass wir uns hier heute zusammentreffen können. Du hast dich auf das Thema Erziehung von Jungs spezialisiert. Kannst du dich einmal ein bisschen vorstellen und erzählen, was du so machst? Ja, sehr gerne. Grüß dich, Olga, auch. Vielen Dank, dass wir hier zusammenkommen. Bin ich sehr gespannt auf das Gespräch. Und genau, ich bin Christian Brober, ich bin systemischer Coach. Ich habe Soziologie und Philosophie studiert und auch eine systemische Coaching-Ausbildung. Und ich bin mit dem Anton Wieser, der Host vom Podcast Unsere Jungs, in dem wir eben über Jungs sprechen und eben nicht nur, wir wollen eigentlich gar nicht primär über Jungs sprechen, sondern wir wollen darüber sprechen, was geht denn in Jungs vor? Also wie sehen die die Welt und wie erleben die die Welt? Weil wir ganz oft eben das Problem sehen, dass ganz viel über Jungs gesprochen wird, aber gar nicht so sehr mit denen und wie es denen wirklich geht und was in denen vor sich geht. Und dadurch auch eben dieser Podcast. Und genau, dann bin ich noch im Club der Väter aktiv, der Philipp, der war ja auch schon mal hier bei dir im YouTube-Video, ne, wo wir eben Väterarbeit machen, wo wir Ehen, ja, teilweise auch retten. Genau. Habe ich noch was vergessen? Genau, meine Abenteuerreisen. Und dann machen wir noch Vater-Sohn-Abenteuerreisen. Und ich bin selber auch Christ. Dadurch bin ich auch auf dich aufmerksam geworden damals. Und habe selber einen 7-jährigen Sohn. Ja, ich finde auch, ihr macht wunderbare Arbeit. Deswegen freue ich mich hier, euch auf meinem Kanal vorstellen zu dürfen und hoffe, dass viele meiner Zuschauer auch Hilfe und Weiterleitung bei euch finden, wie sie mit ihren Problemen und Herausforderungen umgehen können. Ich habe jetzt ein paar Fragen für dich vorbereitet. Wollen wir gleich mit der ersten anfangen? Sehr gern. Ich würde gerne von dir wissen, worin unterscheidet sich die Erziehung von Jungen im Vergleich zu Mädchen? Mal direkt so eine Frage. Das ist ja heutzutage beinahe gefährlich, das zu beantworten. Nee, Spaß. Wie sich die Erziehung von Jungs und Mädchen unterscheidet. Also es gibt einen Kern, der sich nicht unterscheidet. Es ist immer wichtig, jede Seele, jedes Wesen, jedes Einzelne zu sehen, wertzuschätzen, zu lieben und auch kennenzulernen als Eltern. Das ist ganz, ganz wichtig, wirklich zu sehen, auch irgendwo eben nicht nur zu sagen, ah, das ist mein Kind, sondern wenn wir vielleicht christlich auch sprechen, es ist irgendwo Gottes Kind und es hat seinen ganz eigenen Auftrag, sein ganz eigenes Leben. Und das eben in seiner Individualität zu sehen, zu schätzen, zu fördern, zu lieben. Dann ist es aber bei Jungs so, Jungs werden im Bauch, in der Schwangerschaft, werden die in Testosteron gebadet. Und ich weiß nicht, wie sehr sich Leute schon mit dem Hormon Testosteron auseinandergesetzt haben, aber Testosteron verändert, ist halt ein Hormon, was sehr viel verändert einfach im Körper, wo die Reaktionen anders sind. Dadurch sind Männer zielgerichteter, körperlicher, schnellerer Wachstum, größere Muskeln, ne, teilweise auch mehr Potenzial zu Aggressivität, aber auch zu Ruhe. Also es ist auch ein Hormon, das es schafft, dass man im Sturm es schafft, zum Beispiel ruhiger zu bleiben, ne, dass man das lernen kann. Und dadurch brauchen Jungs einfach viel, viel mehr Bewegung, Action, Körperlichkeit, sich spüren und vor allem müssen Jungs halt lernen, mit dieser Power und dieser Kraft, die sie halt haben in sich, umzugehen. Also lernen, damit umzugehen und die zu kultivieren. Dass wir die eben kontrollieren können und fürs Gute einsetzen und eben nicht wie aus dem Affekt handeln. Und bei, na, also es ist eine Riesenfrage, ne? Aber genau, und deswegen ist es bei Mädchen würde ich sagen, ist es tendenziell natürlich auch wichtig, viel Körperkontakt und auch mal mit denen raufen und all dieses, aber eben nicht so ein großer Fokus. Ne? Bei Mädchen würde ich, glaube ich, halt sagen, geht es eher dann darum, deren weiblichen Qualitäten da eher zu fördern. Ne? Da ist dann aber auch wieder ein Unterschied zwischen Vater und Mutter. Da unterscheiden sich die Rollen eigentlich auch viel, viel stärker. Weil ich glaube, man kann gar nicht sagen, dass sich grundsätzlich die Erziehung unterscheidet zwischen Jungs und Mädchen. Aber die Rolle des Vaters ist eine andere als die der Mutter.
Das eben auch zum Jungen als auch zum Mädchen. Wo zum Beispiel die Mutter für den Jungen ganz viel wichtig ist, ist ganz viel dieses, alles ist gut. So, du bist gut, so wie du bist. Ich liebe dich bedingungslos. So, ich bin hier dein Hafen, deine Heimat. Du kannst immer zu mir kommen. Und wo der Vater viel stärker Vorbild ist, viel stärker eben diesen männlichen Part repräsentiert. Sehr Genau. interessant. Man sieht, in diesem Thema kann man sehr in die Tiefe gehen, ja. Ich werde Ja, gleich ja. etwas detaillierter. Ich wollte nur ein wenig vorher das Ganze auseinander teilen, sodass wir sehen, dass es da eben große Unterschiede gibt zwischen der Erziehung von Jungs und der Erziehung von Mädchen, ja. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, ne, so, um das vielleicht, ne, um die Frage noch mal in die Richtung. Ne, das ist natürlich nicht, alle Jungs sind nicht komplett anders als alle Mädchen. Ne? Das hat eine Skala. Aber wenn wir uns Gruppen, vor allem Gruppen angucken und Kinder einfach mal sein lassen, dann verhalten sich Jungs grundsätzlich anders als Mädchen. Ne, Jungs sind viel mehr Hierarchie, kompetitiv, also viel mehr im Wettbewerb, viel stärker, ne, dieses ganze energetische Wildsein, Freisein, auch viel direkter in ihrer Art und Weise umzugehen, während Mädchen viel ruhiger sind, ein Picknick machen, ne, und auch zum Beispiel Aggressionen oder so Dinge ganz anders austragen. Ne, und da gibt es dann eben Feinheiten, auf die man achten kann oder muss. Ja, danke schön. Beschreibe doch einmal bitte kurz, mit welchen Herausforderungen Jungs so in der heutigen Gesellschaft konfrontiert werden, was sie versuchen müssen zu bewältigen. Gibt es etwas, was du wahrnimmst? Natürlich ist es das Thema, was uns alle momentan tangiert irgendwo. Gender, Rolle, ja, wer bin ich, was ist männlich, was darf ich sein, was ist zu viel. Ich habe zwei Jungs zu Hause, mein Ältester, der wächst mit drei Mädchen um sich herum auf, der muss ständig aufpassen, was er darf und was er nicht darf. Ja. Ja, da erlebe ich schon einige Herausforderungen meiner Söhne. Der Kleinste, der ist natürlich noch mal so ein Nesthäkchen, ja, der wird noch von allen betüdelt, aber der Große, der muss schon in seiner männlichen Rolle seinen Mann stehen. Ja. Ja, also genau, ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die Jungs eigentlich heutzutage haben, ist eben, dürfen Jungs noch Jungs sein? So, und dürfen sie auch einfach gerne Junge sein? Bedeutet laut sein, wild sein, voller Energie sein und sich auch raufen dürfen, auch Wettbewerb wollen, auch besser sein dürfen wollen, also wollen dürfen, so. Ne, also ganz viel eben von diesen Sachen. Und was ja auch ist, ne, also ganz viel ist ja, haben wir einmal das Problem, dass in ganz vielen Erziehungsbereichen, die vor allem weiblich geprägt sind. So, das heißt, weibliche Energie oder, ne, das kann man dann auch über Hormone mit, ja, das kann man dann unterschiedlich erklären, aber Frauen achten halt in der Erziehung auf andere Dinge als Männer und sehen Dinge anders, weil sie selber anders geprägt sind. Und dadurch werden Jungs halt viel stärker auf eine Art und Weise femininer geprägt und können nicht so sehr zu dem stehen, was sie fühlen, was sie sind, was sie leben. Und werden dafür dann eben abgewertet. Und es wird ja nicht interpretiert, ganz oft zumindest, im Sinne von, oh, du bist aber ein wilder oder starker Junge, sondern oh, du bist viel zu wild, du bist viel zu stark, du bist viel zu laut, du bist dies, du bist das nicht, etc. Und das ist halt ein Riesenproblem, dass den Jungs halt ganz viel eingeredet wird, teilweise, was wir erleben, dass sie schlecht sind, dass sie falsch sind, dass sie nicht genug sind. Dabei sind das wunderschöne, wunderschöne Eigenschaften. Die müssen nur lernen, damit umzugehen. Ne? Das merkst du bei deinen ja wahrscheinlich auch oder bei deinem Großen. Ne? Die sind auch teilweise noch so klein und sehen noch so unglaublich. Und das müssen die halt lernen zu kultivieren. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, sind die halt auch erschreckend. Ne? Also einmal natürlich, was mentale Gesundheit bei Männern ansieht. Ne? Und woher kommt das, dass die mentale Gesundheit nicht so gut ist und Suizide höher sind, Burnouts höher sind. Ne? Es hat auch was mit deren Erziehung und wie sie aufgewachsen sind natürlich zu tun.
Und auch bei Jungs, ne? Jungs werden immer mehr abgehangen, was die schulischen Leistungen angeht, aber auch gesundheitlich, teilweise körperlich, aber auch Süchte, ne? Was Spielsucht angeht, also Zocken, aber eben auch Essen, ne? Schlechte Ernährung, zu wenig Bewegung. Und da ist auch, ne, es ist für ein Mädchen viel, viel leichter, in der Klasse zu sitzen und zuzuhören und ne, das ist ja alles interessant und etc., während ein Junge voller Energie strotzt und sich bewegen will und auch viel mehr lernt durch Erfahrung. Also Jungs lernen viel, viel stärker durchs Machen, durchs Tun, durchs Erfahren und durch Fehler, auch durch Scheitern. Also generell auch Männer, auch interessant für Frauen, lernen viel, viel mehr durchs Scheitern, also durchs Machen. Ah, okay, das hat nicht funktioniert. Ah, da muss ich es anders machen. Ja, aber da ist ja unser Schulsystem oder auch ganz viel Erziehung gar nicht drauf ausgerichtet, weil wir ja ganz oft die Jungs nicht machen lassen und ihre Erfahrungen machen lassen dürfen, sondern die schon vorher deckeln, stoppen, sagen, dass sie zu viel sind, dass sie zu laut sind, dass sie das alles, anstatt eben zu lernen, hey, wie gehe ich denn damit um? Ne, wie führe ich denn einen Jungen? Ja, was ich Genau. auch merke, was immer noch so ein bisschen auch an den Jungs hängt, ist dieses, du darfst nicht zu weiblich sein, ja, weil sie jetzt gerade so eine Angst haben, irgendwie nicht als Junge wahrgenommen werden, wenn sie sich zu weiblich geben. Und in so einer Zeit, wo das gerade so Thema ist, ja, und jeder Angst hat, irgendwie seine Identität zu verlieren, habe ich auch das Gefühl, dass Jungs ihre gefühlvolle Seite kaum noch zeigen dürfen. Ja. Sehr, sehr schöner Aspekt, ne? Weil das ist nämlich genau diese Beidseitigkeit davon, ne? Und deswegen sagen wir eben auch, hey, was geht denn in den Jungs vor? Und sich halt wirklich auch jeden Jungen bestenfalls halt im Einzelnen anzuschauen und schauen, was ist das denn für ein Mensch? Ne? Was lebt der? Und weil da ist es natürlich ganz, ganz wichtig zu sehen, dass wir immer beides haben. So, ne? Also auch jeder Mann hat Gefühle so, ne? Und darf und sollte die auch lernen zu fühlen und damit umzugehen, weil sonst kannst du ja auch nicht wahrhaftig stark sein. Wenn du immer nur auf stark tust, dann brichst du irgendwann zusammen, das kennen wir alle. Oder dann bricht es auf einmal aus dir heraus. So, aber wenn du lernst, mit deinen Gefühlen umzugehen und die zu fühlen, ne? Und auch zu sagen, hey, es ist okay zu weinen, es ist okay traurig zu sein und zu scheitern. Und dann aber auch wieder zu schauen, hey, was braucht es, um aufzustehen, weiterzumachen, etc., ist das ganz, ganz wichtig. Und das ist eben das, was dann passiert, ne? Dass dann die Leute, also wo die Jungs dann total verwirrt sind, weil sie ja gar nicht mehr wissen, was dürfen sie denn jetzt? Ne? Sie dürfen nicht zu männlich, zu junghaft sein, weil dann sind sie zu wild und zu laut. Und wenn sie aber Gefühle zeigen und weich sind, dann sind sie ein Weichei und eine Heulsuse. So, ne? Und da die Jungs aber in ihrem Kern zu stärken und zu sagen, hey, so, das bist du und das darfst du und das ist wahres Selbstbewusstsein und das ist zum Beispiel dir wichtig, das muss man dann bei jedem Jungen einzeln gucken. Ne? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ne? Weil, ja, wir müssen lernen, mit unseren Gefühlen ja, uns auseinanderzusetzen und die Jungs eben auch. Ja, sehr schön. Was denkst du, wie hat sich das Verständnis von Männlichkeit in den letzten Jahrzehnten verändert und welche Auswirkungen siehst du dadurch auf die Entwicklung von jungen Männern? Also ne, mit den jungen Männern haben wir ja schon so ein bisschen, dass da eine ganz, ganz große Verwirrung insgesamt halt da ist. Ne? Die auch ganz viele Männer bei uns im Coaching oder so, ne, die wissen gar nicht mehr richtig, einmal, wer sie sind und was es bedeutet, für sie Mann zu sein, weil wir eben eine Entwicklung von den letzten Jahren haben. Ne? Du hast also so ein bisschen von der Entwicklung. Ne? Wir haben irgendwie den Zweiten Weltkrieg, ganz viele traumatisierte Männer. Ne, dadurch Söhne, die abwesende Väter hatten, ne, die keine Väter hatten, die vielleicht sehr streng waren, ne, weil sie eben traumatisiert waren und emotional nicht verfügbar waren. Das heißt, ne, wieder Jungs, die nicht gelernt haben, mit Emotionen umzugehen und die gelernt haben, okay, ich muss stark sein, ich muss tough sein. Und eben dieses ganze Narrativ von, ein Mann ist stark, Männer weinen nicht und das alles. Und dann eben aber jetzt über die Zeit zu diesem kompletten Gegenteil. Es gibt keinen Unterschied mehr in den Geschlechtern,
alle Männer sollen jetzt weinen und weich sein und ihre weiche Seite leben und das Männliche ist ja böse und falsch und darf man ja gar nicht. Zu, wo wir ja jetzt so langsam in den Punkt hinkommen, wo die Leute mir merken, irgendwie funktioniert das ja alles nicht. Ne? Also es funktioniert nicht, ich sage jetzt mal, der Macker zu sein und so zu tun, ja, ich kann alles und ja, hier geht's lang und so ist es und etc. Und es funktioniert aber auch nicht der Mann, der die ganze Zeit ganz weich ist und lieb ist und oh, wie geht's dir? Und, ne? Das merken wir in den Partnerschaften, weil Frauen weder das noch das meistens wollen, sondern die wollen halt eine gesunde Mitte, als auch für die mentale Gesundheit das nicht gut ist. Ne? Weil wenn jemand zum Beispiel ganz, ganz weich ist, und das sieht man auch schon bei Jungs übrigens, denen das, ne, wir arbeiten ja teilweise auch mit solchen Jungs, denen das auch ein bisschen anerzogen wurde, die ganz, ganz weich sind, die ihre wilde und starke und freie und ausgelassene und freudige Seite halt unterdrücken und wegdrängen und so tun, als ob die nicht da wäre. Aber auch die haben einen wesentlichen höheren Testosteronspiegel als jedes Mädchen. So, ne, die wegdrücken. Und der Mann, der die ganze Zeit hart ist und stark etc., der drückt halt seine weiche Seite weg. Ne? Seine Liebe, seine Nähe zu anderen Menschen, Kindern, zu seiner Frau zuzulassen. Ne? Mit sich selber im guten Kontakt zu sein und zu fühlen, wie es ihm geht, was er braucht, ne? Was ihm wichtig ist. Das hat alles was auch mit Gefühlen zu tun. Ne? Und da, genau, sind die. Ja, haben die Jungs schon ganz schöne Herausforderungen, weil denen da natürlich Vorbilder fehlen und dann noch durch diese ganze gesellschaftliche Diskussion, die total verwirrt werden, weil es ja doch teilweise Menschen gibt, die ganz klare Narrative fahren. Ne? Die sagen, das und das ist schlecht, ist falsch oder denen auch ganz eben vermitteln. Das meine ich halt in diesem Subtilen, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Die kommen teilweise unter 3 Jahren in den Kindergarten, wo größtenteils Frauen sind. Bis zum Abitur haben die sehr, sehr wenig männliche Bezugspersonen und die erzählen den allen, die sind zu laut, die sind zu viel, die sind nicht richtig, das alles. Ne? Und wenn sie dann weich sind, kriegen sie ja auch kaum mehr Anerkennung. Es kommen ja wenig Leute, die dann sagen, ah, du bist aber ein toller, weicher Junge. Ne? Sondern sie merken dann auch, ne? Sie kommen bei Frauen vielleicht nicht so gut an, bei Mädchen nicht so gut an. Sie haben Schwierigkeiten, sich durchzusetzen, auch mal, weil es eben unter Jungs sehr aufgeladen ist, was also sehr viel um Wettbewerb auch geht. Ne? Und da geht es natürlich darum, das unter fairen Regeln zu machen und zu lernen, das trotzdem für das Gute einzusetzen. So, ne? Aber das ist nun mal da. Die handeln sehr, sehr schnell Hierarchien aus. Und da sehe ich dann halt schon ja, sehr viele Herausforderungen. Und da haben wir noch gar nicht davon gesprochen, was einfach auch heutzutage an Vorbildern da ist, ne? Die ganzen Influencer und was da denen auch noch mal vermittelt wird und was auch noch mal ja zu Verwirrung führt und die ganzen Versuchungen, ne? Das ganze Gaming, die ganzen Suchtmittel von Drogen bis über Energy Drinks und genau, und wo ich die positive Seite vielleicht ein bisschen daran sehe, ist halt die Menschen oder vor allem auch die Jungs und die Männer sind aufgefordert, wirklich ihren Kern zu finden und die Wahrheit zu finden. Ja, und wenn wir vielleicht jetzt unter Christen aussprechen, ne, zu Gott zu finden, ne, zu dem wahren Kern zu finden und zu seiner Verbindung zu finden, weil dann stellt sich nicht mehr die Frage, bin ich zu weich, bin ich zu hart, bin ich zu irgendwas, sondern du findest die Wahrheit in dir und du folgst nicht mehr diesen Bildern, weil das ist das Verwirrende für Jungs und auch für uns Männer, dass wir immer versuchen, irgendeinem Bild zu entsprechen. Also wir versuchen, der ganz weiche, liebe, nette Mann zu sein, der immer so und so ist. Oder wir versuchen immer, der ganz harte, klare, starke Mann zu sein. Und auch bei Jungs, ne? Die versuchen dann, irgendeinem Bild zu entsprechen, anstatt zu sich zu finden und zu sich zu fragen, hey, wer bin ich denn? So. Und was möchte ich hier in die Welt tragen? Oder was ist mir wirklich wichtig? Was sind meine Werte? Ja, ich glaube, das ist eines der größten Probleme, die wir heutzutage haben, weil wir keine Vorbilder mehr haben, die uns wirklich wertvolle Werte und Normen mitgeben ins Leben. Ja, sie sind selber so aufgewachsen ohne wirklichen Leitfaden und konnten auch ihren Kindern keinen Leitfaden weitergeben. Und erst jetzt merke ich, dass die Menschen langsam, langsam anfangen aufzuwachen und zu sehen, ohne Leitfaden kommen wir nicht weit. Das führt nur zum totalen Zusammenbruch. Ja.
Ja, zu meiner nächsten Frage. Welche positiven Aspekte und Leitfäden könnten wir unseren Jungs mitgeben oder welche könnten wir ihnen beibringen, sodass sie ein gesundes Selbstbild entwickeln können? Ja, also auch am allerwichtigsten bei Erziehung und auch gerade bei Jungs, weil die auch ganz viel eben durch Nachahmung lernen und also Mädchen auch, aber wie gesagt, mit Mädchen kenne ich mich nicht so gut aus. Ne, aber bei Jungs ganz viel eben durch Nachahmung. Und jeder Vater da draußen, du kannst sicher sein, dein Sohn wird dich so genau beobachten und ganz genau gucken, was du dem vorlebst. Ganz, ganz genau. Und wird sich da auch auf eine Art und Weise an dir orientieren. Du bist ein Riesenvorbild für den, ob du willst oder nicht. Und sich das erstmal bewusst zu machen, und das ist unglaublich wichtig als Eltern, sich immer, immer zuerst an die eigene Nase zu fassen und wirklich bei sich selber anzufangen und aufzuräumen, ne, und seine Themen zu klären und immer zu gucken, ah, wie gehe ich denn mit dem Thema um? Ah, was lebe ich ihm denn davor? Was bringe ich ihm dabei? Und genau, und dann, genau, und ich glaube, das ist halt erstmal das Wichtigste, ne? Dass wir als Männer anfangen, wieder Vorbilder zu sein für unsere Kinder und uns das auch bewusst machen, dass wir Vorbilder sind und das auch eben anpacken. Ne? Und dann, wir hatten vorhin schon ganz kurz gequatscht, was auch interessant ist, was jetzt teilweise auch schon über Influencer etc. kommt. Ich glaube, Jesus ist auch ein wunderbares Vorbild. Also, ne, also auch ist ja auch das Bild von Männlichkeit. Also in einer absoluten Konsequenz und Klarheit und Integrität für das Gute einzustehen und gleichzeitig, ja, endlose Liebe, und Verständnis, für die Menschen, aber nicht bereit, vom Guten sich abzuwenden, ne? Also immer im Mitgefühl, aber trotzdem die konsequente Entscheidung für das Gute und für das Richtige. Und ne, also weil wir jetzt hier einfach, finde ich, das passen, ne? Hier sind ja viele Christen, die zuschauen, da wirklich nochmal, ja, stärker mit sich ins Gericht gehen und da sich nochmal prüfen und auch nochmal mehr, ja, studieren und sich fragen, hey, was bedeutet denn das Gute, das Richtige? So, ne, was sind denn Qualitäten, die man braucht? Weil man braucht nicht nur. Auch, also, ne, ich bin jetzt kein Priester oder so, ne, aber auch Jesus hat ja nicht nur diese weichen Seiten, ne, und nicht nur dieses Einfühlsame und Liebe und etc., sondern auch diese Klarheit, diese Konsequenz und das alles. Und dass man das eben bei sich beides hinkriegt, die Fähigkeit, ganz klar für was zu gehen und trotzdem auch vergeben, einfühlsam zu sein. Und ja, ich glaube, da können wir nur an alle Männer appellieren und eben vor allem auch schauen, dass die Jungs, also wenn jetzt Eltern zuschauen oder vielleicht auch alleinerziehende Mütter oder so, dass die schauen, dass ihre Jungs Kontakt zu Männern bekommen und haben, ne? Zum Beispiel zu unseren Abenteuerwochenenden kommen oder in der Gemeinde, im Freundeskreis und gucken so, hey, wo sind denn da gute, stabile Männer? Und dass die eine Beziehung aufbauen. Sei es der Patenonkel, ist ja eine total schöne Möglichkeit eigentlich, ne, da auch nochmal eine Beziehung aufzubauen und die vielleicht zu verstärken. Ne, aber dass die Kontakt zu Männern bekommen und auch nur unter Männern sein dürfen und das leben dürfen. Ne, weil es ist so was anderes, wenn einfach nur Männer zusammenkommen, wenn einfach nur mal Jungs zusammenkommen, die einfach nur mal sein dürfen, ohne die weibliche Brille, ohne das Gefühl zu haben, ich werde beobachtet oder beäugt oder etc. Ne? Weil wir wollen ja natürlich auch Frauen gefallen, der Mama gefallen etc. Ne? Und da aber einfach nur mal ganz frei unter Männern und Jungs zu sein, hat eine ganz eigene Kraft. Ja, ich finde, wenn du allein die letzten 3 Tage vom Leben Jesu anschaust, ja, die sind so beeindruckend. Diese Stärke, die er gezeigt hat, ja, das ist ja eine Stärke, die, ich weiß nicht, ob eine Frau so eine Stärke gehabt hätte, das durchzustehen, ja. Und gleichzeitig in dieser Stärke zeigt er so viel Gefühl für die Menschen um sich herum, ja, so viel Mitleid für alle, die ihn begleiten auf diesem Weg. Und er hält gleichzeitig 3 Tage lang diese Kraft
um das durchzuziehen bis zum Ende. Ich finde, allein das zeigt schon so viel von dem wahren, von der wahren Männlichkeit, ja. Dass diese Spannung, die da besteht zwischen Kraft und Mitgefühl, Empathie. Und ich finde, man allein, wenn man schon die letzten Tage eben anschaut, da kann man so viel daraus lernen für sich als Mann. Auch wir Frauen, wir können viel daraus lernen. Ja, aber das, ich finde, Jesus ist so ein richtiges Lehrbuch, was wir studieren sollten, wenn wir wissen wollen, was ist wahre Männlichkeit. Ja. Also, ich absolut. Ne, also allein, ne, ja, total. Ne? Und also, wenn wir auch nochmal über Männlichkeit vielleicht ganz kurz sprechen, ne, es ist ja auch dieser Punkt. Jesus hat ja auch ganz kurz gehadert, ne, so mit diesem, so boah, ist das jetzt wirklich mein Auftrag? So ein bisschen nach dem Motto, er muss das jetzt sein. So, ne, und ja, das muss sein. Und genau das ist auch Männlichkeit. So, auch wenn es sich gerade schlecht oder schwer anfühlt, trotzdem durchzuziehen und jetzt nicht einfach, um sich sein Ego zu beweisen und oh, ich bin so ein toller, harter Macker, sondern weil es um das Gute geht, weil es vielleicht um deine Kinder geht, weil es um die Familie geht, weil es um Wahrheit geht. Und da eben, auch wenn es unangenehm ist, eben durchzuziehen. Und das würde ich auch schon Jungs beibringen. Eben zu sagen, hey, es ist okay, sich schlecht und schwach zu fühlen und alles. Und wir müssen einen Umgang mitfinden, aber wenn es um das Gute geht, müssen wir durchziehen und durchhalten. Ja, wir Menschen, wir neigen dazu, immer so ein bisschen den bequemen Weg zu gehen, ja. Und wir fangen erst wirklich an, nach Lösungen und Hilfen zu suchen, wenn es schon echt kurz vorm Ende ist, ne? Finde ich persönlich schade. Ich finde, wir sollten viel früher anfangen, nach dem richtigen Weg zu suchen, damit es gar nicht erst in solche Krisenmomente kommt. Aber leider beobachte ich das ganz oft in meinem Umfeld, dass wir eben erst wirklich bis kurz vor Schluss kommen, wo alles droht zusammenzubrechen. Und dann fangen wir an, nach Wegen zu suchen, das Ganze zu retten, ja. Und da möchte ich auch immer wieder ermutigen und sagen, wir müssen das Leben Jesu studieren. Wir müssen das studieren. Wir können gar nicht mehr anders, weil wir keinen anderen Halt mehr in unserer Zeit haben. Alles ist so wackelig. Alles tut sich selbst nach 5 Jahren wieder korrigieren. Und heute stimmt das, morgen stimmt was das Gegenteil, ja. Was ist jetzt Wahrheit? Und da kann ich aus meinem Leben, aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich mich an das gehalten habe, was Jesus mir vorgelebt hat, dann hat das wirklich Substanz gehabt. Das hat geholfen. Das war etwas, was mir aus meiner Not heraus geholfen hat. Das war Wahrheit. Ja. Und da möchte ich immer wieder ermutigen und sagen, wir haben einen Weg. Wir haben Wahrheit. Wir müssen nur schauen und studieren und gucken, ja, dass wir das nicht vergessen. Total, also ne, ich bin auch immer wieder überrascht, ne, wie viel Aktualität halt darin steckt. Und ich würde noch gerne ergänzen, eben, es ist nicht nur die, ich glaube es, oder für mich, ich kann für mich sprechen, für mich ist es nicht nur die Bibel zu studieren, sondern auch wirklich konsequent im Kontakt mit Gott zu bleiben. Ja. Und den eben nicht abreißen zu lassen, wenn es gerade gut läuft oder wenn ich gerade mal nicht brauche, sondern stetig immer wieder reinzuhören und darum zu bitten, mich zu leiten und bin ich auf dem richtigen Weg und reinzuspüren, hey, erfülle ich gerade meinen Auftrag? So. Und dann kriegt man eigentlich auch rechtzeitig oder früh genug mit, wenn man gerade eigentlich nicht auf der richtigen Spur ist oder wenn es eigentlich gerade Themen gibt, wo man schon längst mal hätte was machen müssen. Ne? Unseren Podcast hören zum Beispiel oder deinen Kanal gucken oder zu unseren Abenteuerreisen zu kommen. Genau, also das, weil die Signale sind auch, glaube ich, da. Wenn man hinhört, dann gibt es eigentlich ganz klare Signale. Was denkst du, woran liegt es, dass es Menschen oder Männern jetzt, weil wir über Männer und Jungs sprechen, so schwer fällt, sich selbst zu reflektieren? Schmerz. Es ist unangenehm. Es ist einfach, also einmal natürlich, also okay, es hat viele Dimensionen. Einmal ist es natürlich so, dass wir Männer uns extrem verantwortlich fühlen. Also wir fühlen uns sehr, sehr verantwortlich für unsere Familien, dass es gut geht, dass das Geld da ist, dass
alles das und wir spüren so eine Last, die wir quasi tragen. Und wir versuchen, alles zusammenzuhalten und stark zu sein und etc., damit alles so weiter funktioniert. Weil ich weiß nicht, wie du beruflich bist oder so, ne? Aber so eine 40-Stunden-Woche und teilweise 40-Stunden-Woche plus, das ist schon hart, sich da so zusammenreißen zu müssen, teilweise, je nach Job und etc. In so einem, ne? Viele machen ja Berufe, die die gar nicht mögen. So, ne? Und sich dann immer so zusammenreißen zu müssen und zu können, ist schon schwierig. Und hinzu kommt natürlich auch dieses, also das ist jetzt ein bisschen eine steile These, aber es gibt in der Gesellschaft recht wenig Verständnis dafür, wie es Männern wirklich geht. Also wenig Männer können, sie, also erstmal viele Frauen sind überfordert, wenn ihre Männer oder wenn Männer sich generell wirklich öffnen und mal wirklich zeigen, wie es in sich ausgeht, ne? Trauer, Schwäche, Ängste, was alles in uns, das schlummert alles in uns. So, ne? Und das wollen wir auch von ganz vielen Frauen fernhalten, weil wir wollen euch schützen. So, ne? Und wir wollen auch andere schützen, wir wollen anderen nicht zur Last fallen. Und ne, das ist so die eine Seite. Und wir auch viel halt erfahren haben, dass wenn es uns wirklich schlecht geht, es wenig Leute gibt, die sich wirklich dafür interessieren. Und es macht auch nicht wirklich einen Unterschied, weil am Ende wird von uns erwartet, dass wir versorgen, dass wir am Start sind. Wir sind der Fels in der Brandung. So, wir sind die, die da stehen und im Zweifel ja unser Leben geben für unsere Familie. So, ne? Und das lernen wir da natürlich irgendwo schon. Und trotzdem muss sich halt jedermann eingestehen, dass du nur wirklich stark und stabil werden kannst, wenn du anfängst, dich mit dir und deinen Gefühlen, deinen Themen, was auch immer, auseinandersetzt. Und das bedeutet aber immer Verunsicherung, das bedeutet immer, dass Selbstbilder zusammenbrechen, ne? Wir denken, wir sind das und das, und dann kommt aber raus, na, sind wir vielleicht doch nicht, ne? Vielleicht doch nicht so nett, wie wir dachten, oder vielleicht doch nicht so stark, wie wir dachten. Vielleicht stellen wir auch fest, ey, ich habe mein ganzes Leben eigentlich ein Leben gelebt, das ich nie wollte. Ich habe irgendeinen Job gemacht, den ich nicht wollte. Ich habe versucht, immer nur irgendwelchen Leuten zu gefallen oder so, ne? Und das sind ja alles schmerzhafte Erfahrungen, ne? Oder eben auch vielleicht nochmal in die Kindheit zu gucken, ne? Oder in seine Vergangenheit und zu schauen, dass da Dinge vielleicht auch nicht so gut gelaufen sind, ne? Und dann kommen Gefühle hoch und wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? So, ne? Und dann bedeutet natürlich auch, wenn ich diese ganzen Erkenntnisse habe, habe ich neue Verantwortlichkeit. Dann bedeutet es ja auch, okay, jetzt ist es meine Verantwortung, damit umzugehen, Lösungen zu finden. Und das ist natürlich auch eine Bürde. Und gleichzeitig kann ich nur aus Erfahrung sagen, das ist das Beste, was mir persönlich je passiert ist. Und eben von ganz, ganz vielen Männern, mit denen wir arbeiten, auch. Es ist, wenn man das mal anfängt und sich dem stellt, merkt man, so schlimm ist das gar nicht. Und es ist eine Riesenbefreiung, weil so viel Kraft und Energie frei wird. Ne? Weil man das ja die ganze Zeit alles wegdrückt, ne? Und alles nur versucht zusammenzuhalten. Und das ist auch unglaublich anstrengend. Ja. Ja. Was würdest du sagen, warum ist das, wie ist das bei Frauen? Sich selbst zu reflektieren. Ah, wir Frauen, wir haben das andere Extrem, dass wir zu sehr an uns rummäkeln und das ist nicht gut genug und das ist nicht schön genug und da könnte ich noch besser sein. Wir haben das andere Extrem. Wir brauchen so die Bestätigung eben von der männlichen Seite. Du bist schön, du bist hübsch, du bist wertvoll. Natürlich sollten wir unseren Selbstwert in Gott finden, ja. Und gleichzeitig mögen wir das danach auch von Partner, von den Söhnen, von den Vätern ganz besonders, dieses Gefühl zu bekommen, du bist in meinen Augen wertvoll. Ich beschütze dich, ich gebe für dich mein Leben. Und das möchten wir nicht nur gesagt bekommen, sondern das möchten wir authentisch fühlen, weil wir sehr, sehr kritisch mit uns selbst sind, ja. Ja, spannend. Ja. Olga, würdest du sagen, weil du hast jetzt gesagt, ne, wir sollten uns natürlich den Wert von Gott holen, ne? Und aber würdest du nicht sagen, dass Gott auch durch uns spricht und eben auch durch uns Männer, also und auch gerade wenn wir verheiratet sind, dann gibt es da ja ein Band und auch die spricht, und das ist ja auch das, was ihr Frauen wollt. Ihr wollt ja nicht, dass wir sagen, ah, du siehst aber toll aus, sondern ne, ihr wollt ja wirklich wahrhaftig gesehen und geliebt werden. Und könnte man nicht sagen, dass das auch eine Art, also dass diese Liebe ja ist, die dann, aus der wir Männer dann sprechen oder die ihr dann empfindet, das wäre doch Ja, natürlich. größeres Gott. Natürlich. Der Mann reflektiert ja
Christi, Ebenbild, ja. Er soll der Frau, den Kindern das Ebenbild Christi zeigen. Wir sollen durch den Mann, durch das Leben des Mannes sehen, wie ist Christus. Und durch das Erkennen der Liebe, dieser selbstlosen Liebe, dieser Fürsorge, Hingabe, der Stärke, des Schutzes, der ja allem, was das Ideal mit sich bringen würde, erkennen wir die Liebe Christi. Aber wenn ich als Mann die Liebe Christi ja gar nicht erkannt habe, wie kann ich sie meiner Familie dann richtig zeigen, ja? Und da stehen wir, die Männer, eben in der großen Verantwortung. Wir Frauen auch, ja. Wir spiegeln eine andere Seite Gottes wider, ja. Die gefühlvolle, sanftmütige, weibliche Seite, ja. Ich will nichts verwirren. Gott ist keine Frau, ja. Nicht, dass hier etwas durcheinander kommt. Aber Gott hat eben auch diese weibliche Seite, ja, die er in uns Frauen hineingelegt hat, wo er wie eine Mutter, es heißt in der Bibel, er ist wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, ja. Und diese Seite, die hat er uns Frauen mitgegeben. Und da sind wir Frauen eben diejenigen, die dieses Bild Gottes wieder repräsentieren, ne? Und der Mann, der tut eben diese männliche Seite Gottes repräsentieren, die Stärke, den Schutz, die Hingabe, die Fürsorge, die Liebe, diese unendliche Liebe, selbstlose Liebe, ja. Ja, und zusammen sind wir das Bild Gottes, ja. Ja. Sehr schön. Die Zeit drängt leider ein bisschen, ich muss weitermachen. Es ist so schön, man könnte sich noch so lange darüber unterhalten. Ja. Du hast gesagt, der Vater und die Mutter haben eine unterschiedliche Rolle, die jeweils wichtig für die Erziehung des Sohnes ist. Könntest du mal kurz erzählen, was ist in der Vaterrolle wichtig? Was muss der Vater dem Sohn beibringen? Und was bringt die Mutter dem Sohn bei? Also der Vater muss erstmal, wie gesagt, erkennen, dass er ein Vorbild ist. Und ein Vorbild bedeutet, bist du ein wahrhaftiges Vorbild? Also bist du ein Mann deines Wortes? So, also bist du zufrieden mit deinem Leben? Übernimmst du hundertprozentig die Verantwortung für dein Leben und lebst du das deinem Sohn vor? Und dann eben ist es auch durchaus die Aufgabe des Vaters, eben dem Jungen eben diese Werte auch beizubringen und zu vermitteln. Ne, eben seine Kraft für das Gute einzusetzen und eben da auch Grenzen zu setzen und ganz klar zu sein und auch irgendwo eine Respektperson zu sein. Natürlich auch Nähe, einfühlsam, Liebe, alles auch. Ne, aber eben tendenziell eher auch das, ja, wo es darum geht, auch dem Jungen zu zeigen, was es bedeutet, ein Mann zu sein oder auch ein Mann zu werden irgendwann. Ne, und was das bedeutet, Stück für Stück. Immer mehr, ne? Und da ist auch von der Rolle, ne? Die Mutter ist in der Symbiose mit dem Kind. Ne? Sie sind eins. Das ist für uns unvorstellbar, das ist ja Wahnsinn. Und da der Mutter eben Stück für Stück zu helfen und eben auch dem Kind, diese Symbiose immer weiter aufzulösen, sodass der Junge immer weiter alleine, unabhängig in die Welt gehen kann und zum Mann werden kann, um seinen Auftrag eben zu erfüllen. Ne? Und da braucht es eben auch Disziplin, ne? Stärke, Klarheit, aber eben natürlich auch die Liebe, die Angenommenheit, ne, die Güte, das Einfühlsam. Ne, dazu musst du dann als Vater auch wirklich deinen Sohn sehen. Ne? Nicht einfach nur sagen, stark sein, hier, du schaffst das, sondern gucken, hey, wo steht er denn? Was kann er schon, was kann er nicht? Wie kann ich ihn Stück für Stück dahin begleiten? Immer ein bisschen mehr, immer ihn ein bisschen mehr fordern, aber fordern. Welche Ne? praktischen Aktivitäten würdest du da empfehlen? Am besten einfach raus in den Wald. Also wirklich raus in den Wald und ja, den Wald genießen. Also da kommen Kinder meistens schon auf Ideen und dann mitmachen und bauen und auch mal vorangehen und sagen, hey, wir machen das jetzt. Komm, wir bauen hier eine Hütte. Und dann anfangen zu bauen und zu machen. Ne, und dann entsteht auch Nähe, körperliche Nähe. Ne, man nimmt den Sohn zwischen seine Beine und zeigt ihm, wie man den Stock richtig hinstellen kann oder die zusammenknoten kann oder sowas. Ne, da gibt's ganz viel. Oder auf den Baum klettern. Also da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele, viele tolle Sachen, die man im Wald machen kann, vor allem draußen sein. Das ist ganz viel. Aber es ist eigentlich immer schön, gemeinsame Hobbys sich zu suchen. Ne? Dinge, die dem Vater auch Spaß machen. Und dann dem Sohn seine Welt zu zeigen. Und ihm das Stück für Stück nahezulegen. Genau. Genau, und da eben die richtige Balance zu finden, ist halt schon schwierig.
Und als Mutter, glaube ich, geht es ganz, ganz viel um Liebe. Also wirklich dieses schon auch ganz klare Werte vertreten und dem auch Grenzen zeigen und so dem Jungen. Und vielleicht auch zeigen, wie man mit einer Frau umgeht, ne? Und was man gerne mag und was nicht und etc. Aber vor allem wirklich bedingungslose Liebe und dieses, du bist gut, so wie du bist. So. Und auch wenn mir was nicht gefällt oder ich nicht richtig finde, das wird niemals meine Liebe zu dir anzweifeln. Und ich bin immer für dich da, du kannst immer in meine Arme kommen. Und das ist so der, das klingt jetzt so simpel, aber ich glaube, jede Mutter weiß, wie schwer das ist, wirklich damit immer im Kontakt zu bleiben. Ne? Und immer wieder dieses verständnisvolle, liebevolle, auffangende. Und gleichzeitig muss man natürlich auch Grenzen setzen. Ne? Natürlich muss auch ein Alltag funktionieren. Natürlich gibt es auch Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber es sollte niemals anzweifeln, dass der Junge in seinem Kern nicht in Ordnung ist. Bei alleinerziehenden Müttern, dann hat man oft das Gefühl, die Mutter versucht jetzt die Rolle des Vaters zu ersetzen. Was denkst du darüber? Ja, das geht nicht. Also ein Vater kann niemals eine Mutter sein, eine Mutter kann niemals ein Vater sein. Die sollten eben, wie ich schon vorhin gesagt, die sollten schauen, dass sie irgendwie Männer finden, sei es Kampfsport, sei es Fußball, wo die Jungs in Kontakt mit Männern kommen. So, und dann sollten sie sich auf ihre Mutterrolle fokussieren. Da sein, den Jungen lieben. So, und ganz geht das nicht. Ein bisschen muss sie den männlichen Part ja übernehmen, weil sie muss ja, ne, gucken, dass der Alltag funktioniert. Ne? Und sie muss ja eh sehr in diese Macherkraft kommen, ne? Und alles organisiert bekommen und so. Das ist ja eine Wahnsinnsleistung. Und das gilt übrigens auch, es gibt auch immer mehr alleinerziehende Väter. Deswegen möchte ich das hier auch nochmal erwähnen. Für den Vater gilt das Gleiche. Du kannst die Mutter nicht ersetzen. So, und das sollst du auch nicht. Deswegen hat Gott uns Mutter und Vater gegeben. So, und du sollst deine Rolle erfüllen als Vater. Und genau, und die alleinerziehenden Mütter sollen sich eben ja darauf konzentrieren, so gut es geht, ihm eben diese Weichheit, diese Wärme, diese Liebe, all das mitzugeben und mitzunehmen, weil Würdest da wird du er sein Leben auch lang von lernen. empfehlen, die Jungs schon sehr früh dann in die Verantwortung zu holen, diese männliche Rolle zu ersetzen, oder sagst du, das ist eher schädlich? Nee, das ist eher, also es kommt natürlich auf das Alter an, ne? Aber am Anfang auf gar keinen Fall, weil die sollen Kinder sein. Die sollen Kinder sein dürfen. Aber natürlich, also der soll nicht die männliche Rolle einnehmen, im Sinne von irgendwie der Mann oder der Vater sein oder so, das geht nicht. Aber er darf natürlich seine Verantwortung im Haushalt übernehmen. Und halt sagen, hey, guck mal, ich bin hier alleine, ich wupp das alles. Bitte, ich zeig dir jetzt mal, wie du hier die Spülmaschine ausräumst. Und in der Regel, wenn man das gut und richtig macht und den eben den Kindern auch Werte vermittelt, also zu sagen, hey, wir sind eine Familie. Jeder hilft dir zu Hause mit und etc., dann machen die das an sich auch gerne. Aber die müssen halt verstehen, warum sie es machen sollen und wie sie es machen sollen. Aber auf gar keinen Fall, das ist halt eine riesen, riesen Gefahr, ne? Die dürfen kein Partnerersatz sein, die dürfen kein Vaterersatz sein, etc., sondern die sollen Kinder und Jungs sein dürfen. Ne? Auch wie schwer das ist, sollen die frei sein dürfen, sollen die Quatsch machen dürfen, sollen die Fehler machen dürfen, Mist bauen dürfen. Das gehört alles zum Leben und zum Kindsein dazu. Ne, genau, und da eben auch, ne, was dann eben auch bei alleinerziehenden Müttern ist, dass sie wirklich ihr Thema mit ihrem Ex klären oder vielleicht sogar mit ihrem Vater oder so, dass sie das nicht auf den Jungen packen. Ne, ah, Männer sind ja sowieso und dein Vater sowieso, also nicht schlecht über den reden, weil egal wie schlimm der Vater, was er auch immer er gemacht hat, der Junge hat immer einen Teil, wo er sich mit seinem Vater identifizieren wird. Und wenn die Mutter nur schlecht darüber redet, dann muss er diesen Teil in sich abspalten. Oder systemisch gesehen übernimmt er auch oft genau diese Rolle, weil er das Getrennte wieder zusammenbringt, weil ja, jetzt wird es kompliziert, aber weil er quasi versucht, ne, seinen Vater wieder zurückzuholen. Er will ja auch von der Mutter, das ist vielleicht nochmal wichtig. Der Junge will ja in seiner Gänze geliebt werden. So wie er ist. Und eben auch mit den Anteilen, die er von seinem Vater hat. Auch wenn die der Mutter nicht passen, muss sie lernen, ihn da vielleicht Grenzen zu setzen, weil vielleicht sind es ja wirklich Qualitäten, die nicht in Ordnung sind. Grenzen, aber ihn trotzdem lieben dafür. Im Sinne, hey, es ist okay, dass du das hast. Es ist dein Vater. Ja, ich liebe dich auch damit.
Und das ist okay. Und das ändert nichts an meiner Liebe, auch wenn es schwer für mich ist. So, und es ist trotzdem nicht okay, du darfst es nicht, aber ich liebe dich trotzdem. Ja. Was würdest du sagen, wie wichtig ist es für einen Jungen, wie der Vater mit der Mutter umgeht? Muss mal ganz kurz gucken. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Also, weil der Vater ist Vorbild. So. Und das Gleiche gilt andersrum auch. Ne, wie die Mutter auch mit dem Vater umgeht, ist auch unglaublich wichtig für den Jungen, weil der sich das abschaut. Ne? Der schaut sich an. Ah, okay, wie geht man denn mit Frauen um? Ah, okay, so macht man das. Ah, man ist liebevoll, man ist ein Gentleman, man ist respektvoll und trotzdem weiß man, wer man ist und ist klar in seinen Werten. Und trotzdem, würde ich sagen, auf eine Art und Weise der Herr im Haus. Ne? Und trotzdem, genau, also ne, das schauen sich die Kinder ganz genau an. Meistens sieht man das auch an den Kindern. Da kann man die Dynamiken zwischen den Eltern auch an den Kindern sehen. Ne? Und genau, und das Gleiche gilt auch für die Mütter, ist das wichtig, weil vielleicht denkt der Junge, ah, okay, so geht man also mit einem Mann um und so sollte ich mich mal behandeln lassen. Ne? Wenn die Mutter natürlich total liebevoll und respektvoll dem Mann und Vater gegenüber ist, dann wird er sich auch irgendwann mal so eine Frau suchen. Ne? Weil die Mutter ist ja auch irgendwo da das Vorbild. Ja, aber wenn die Mutter eher immer meckert, immer unzufrieden ist, immer nie genug ist, ne, oder auch die Männlichkeit abwertet oder so, ne, dann wird das auch ein Konflikt in dem Jungen sein. Was empfiehlst du jetzt Vätern, die sehr stark beruflich eingenommen sind und kaum zu Hause sind? Ja, also erstmal großen Respekt und wenn und sie soll, also ne, weil da gehört auch einiges zu. Und die sollten aber natürlich sich nochmal ganz klar fragen, was ihre Werte und was ihre Prioritäten sind und worum es ihnen wirklich im Leben geht. Und sollte ich diesen Job wirklich, also kann ich nicht eventuell weniger Zeit auf Arbeit verbringen und eventuell mehr mit der Familie? Weil eigentlich mache ich das ja alles für die Familie. Die meisten Väter machen das für die Familie, aber die wenigsten Kinder werden dir richtig dankbar dafür sein, dass es im Jahr, weiß ich nicht, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro mehr waren als mehr Zeit mit dir. So, das hat, ja, und das sollte, genau, und das ist, müsste man sich halt mal mit auseinandersetzen. Einfach, was sind wirklich die Prioritäten, was ist wirklich wichtig? Ne? Und was natürlich eine besondere Herausforderung ist, ist auch eben auf eine Art und Weise der Herr im Haus zu sein, was ja auch bedeutet, habe ich hier alle auf dem Schirm? Weiß ich, wie es allen geht? Kann ich hier und da nachjustieren? Kann ich hier Gespräche führen? Kann ich hier, ne, eingreifen? Und das ist natürlich, wenn man sehr wenig da ist, schwierig. Aber was ich denen raten würde, wäre auf jeden Fall eine ganz klare Struktur und Routine. Also feste Zeiten, wo mit jedem einzelnen Kind Zeit verbracht wird. Feste Zeiten, wo Date Night mit der Frau ist und wo auch die Kinder, wo es keine Diskussion gibt und wo die Kinder im Bett sein müssen, weil jetzt ist Mama-Papa-Zeit. So. Ne, dass er da wirklich auch diese klar, weil oft sind das ja auch Männer, die im Job dann auch, ne, klar sind, erfolgreich sind, etc., dass sie das mit nach Hause bringen. Ne, und da eben auch diese Strukturiertheit und diese Klarheit mitbringen, um dann eben ja dafür zu sorgen, dass sie qualitativ hochwertige Zeiten, ne, weil man muss nicht immer so viel Zeit mit den Kindern bringen. Das Wichtigste ist die Qualität. Aber die muss natürlich da sein, ne, dass man wirklich, wenn dann Wochenende ist, dass dann Familienzeit ist und nicht noch, ah, jetzt will ich noch hier mein Hobby nachgehen und jetzt will ich noch hier zu dem Nachbarschaftsfest und hier noch in der Gartenhütte was machen, etc. Sondern wirklich sich feste Zeiten nehmen, wo 100% Fokus, Aufmerksamkeit und Präsenz für für seinen Liebsten da ist. Ne, und dann geht das auch gut. Ne, und natürlich, man muss natürlich auch schauen, wie es der Frau geht. Ne, wuppt sie das alles gut? Schafft sie das? Braucht sie vielleicht doch mehr Unterstützung, finanziell, Haushaltshilfe oder vielleicht auch mal ein Wochenende frei, ne, dass man sagt, komm, ich schnapp mir jetzt die Kinder das Wochenende, mach du mal Pause, damit du nächste Woche wieder so schön strahlen kannst für unsere Kinder. Ne, also genau, das ist wichtig. Aber genau, aber der Anfang von dem Ganzen ist eben sich zu fragen, hey, worum geht es mir eigentlich im Leben? Was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich dran? So, Ja. und da sich dann eben auszurichten und Prioritäten zu setzen. Ja, das ist ganz wichtig. Solange deine Familie nicht deine Priorität ist,
Da wird schwierig, einen guten Weg zu finden, ja, die Kinder gut zu erziehen. Und vielleicht, ich möchte ganz kurz da nochmal einhaken, was ergänzen, weil, und sich wirklich dann nochmal ehrlich zu sich sein und auch nochmal mit sich auseinandersetzen, weil ganz oft aus der Erfahrung in unserer Arbeit ist, jedem Mann sind eigentlich Familie und Kinder am allerwichtigsten. So, wenn die wirklich hinschauen, kriegen die Pipi in den Augen, geht das Herz auf. So, aber es sind Schichten drüber, wo die denken, ah, sie müssen das machen oder das ist ein guter Vater oder haben selber noch Themen aus ihrer Kindheit mit ihrem eigenen Vater, die sie nicht aufgearbeitet haben, weswegen sie Schwierigkeiten haben, diese Liebe, die ja ungewohnt auch teilweise ist, die neu für uns ist, so eine große Liebe von Kindern zu erfahren, aber auch Kindern gegenüber zu empfinden, die mal wirklich zuzulassen, an sich ranzulassen. So, und das, ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend für jeden Vater. Komme ich zu meiner letzten Frage. Mit welchen Aktivitäten könnte ein Vater die emotionale Intelligenz und die Belastbarkeit seines Sohnes stärken? Schöne Frage. Zu unseren Wochenenden kommen. Also, das meine ich ernst, die sind lebensverändernd. Also auch für die Vater-Sohn-Beziehung. Zum Also alle Wochenende auch. Männersreisen sind da großartig. Dieses Jahr ist auch Thema lebe deine Emotionen. Also genau. Und dann, wie ich schon sagte, ne, ganz viel Zeit miteinander verbringen, auch auf jeden Fall. Ne? Und erstmal selber zu sich ehrlich sein, ehrlich zu seinem Kind sein, auch mal sagen, hey, mir geht's heute nicht. Ich bin heute mal traurig, deswegen mache ich ein bisschen langsamer und das ist in Ordnung. Ne? Also diese ganze Vorbildschiene und an Aktivitäten, ja, da gibt es viele Sachen, ne? Alles, was Herausforderungen sind. Ne? All jegliche Herausforderungen von und natürlich, okay, es sind wieder viele Sachen. Also zum Beispiel, ne? Auf dem Baum hochklettern, ne? Und ihn animieren, komm, eine schaffst du noch höher. Und dann so, na, nee, ich will nicht. Ah, warum denn nicht? Ah, ich habe Angst. Okay, ja, okay, fühl mal die Angst. Ah ja, okay. Es ist okay, dass die Angst da ist. Aber meinst du nicht, du schaffst es auch mit der Angst noch ein Stück höher zu gehen? Oder sagt die Angst, nee, mach das auf gar keinen Fall, das ist zu gefährlich. Ne? Und dann ist man schon so im Austausch. Ne? Und dann vielleicht zu sagen, komm, du schaffst das. Komm, ich bin bei dir. Ich kletter zu dir hoch, stehe neben dir und komm, du machst das. Ich passe auch auf. So, und wenn der Junge das dann zum Beispiel macht und schafft, riesig stolz. Ne? Oder in einen kalten Fluss springen. Ne? Nee, 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 kann ich nicht. Ne? Und dann das gemeint, den begleiten, ein Stück für so, komm, wir machen das ganz kurz, wir gehen rein. Zack. So, ne? Und alles, was so dieses eben sich damit, ja, mit so herausfordernden Situationen ist, auseinanderzusetzen. Ne? Aber auch, es ist aber auch selber, also ne, es hat so viel mit Vorbild zu tun. Ne? Auch selber sich eben diese Herausforderungen zu stellen, das vorzuleben und ihn mitzunehmen, ihn zu animieren, weil wenn du selber dich mit den Sachen auseinandersetzt, weißt du auch, was das bedeutet. Ah, okay, ich habe Angst. Okay, wie gehe ich mit Angst um? Ne, und das vorzuleben. Aber auch Freude einfach mal zu leben. Wenn man freudig ist, das auszudrücken, zu tanzen, zu singen, einfach eine gute Zeit mit sich zu haben. Und das den Kindern eben auch zugestehen. Ne? Oder auch, ne, man kann auch mal zum Beispiel in den Wald gehen und auch einfach mal sagen, hey, wir schreien jetzt. Ne? Oder wenn man merkt, der Junge ist wütend. Ihm anbieten, ein Kissen zu nehmen. Hey, komm, schrei das jetzt mal alles erstmal raus und dann schreien wir weiter. Und dann schauen wir weiter. Ne? Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und was aber auch für ganz viele Eltern ein großer Gamechanger ist, sind einerseits Routinen, ne? Also feste Abläufe für die Kinder und absichtslose Gespräche. Also wo man Zeit miteinander verbringt, wo man Aktivitäten miteinander gemacht hat am besten. Und dann einfach mal zusammensitzt bei einer Apfelschorle zum Beispiel und einfach mal dann fragt, hey, wie ist es denn so in der Schule oder hey, wie ist das mit dem und so. Und aber ohne Hintergedanken, ohne weil man irgendwie sich Sorgen macht, ohne weil man den irgendwie kontrollieren will, ohne weil man ihm ganz viele Ratschläge geben will und sagen will, wie es besser läuft, sondern einfach nur ihm zuhört und er einfach nur von seinen Erfahrungen erzählen darf. Da wundert man sich, was die teilweise dann anfangen, alles zu erzählen. Ne? Also. Ne, mein Sohn zum Beispiel letztens mir dann auf einmal aus dem Nichts, wir haben irgendwie über Fußball geredet etc., dann erzählt, wie wunderschön ja Mädchen sind und genau, und dass das so ein warmes Gefühl in ihm macht und so. Ne? Und da habe ich auch gefragt, ah, wie fühlt sich das denn an? Ne? Und sowas einfach nur mal Interesse entwickeln, Neugier entwickeln für deinen Sohn.
Was ist das? Weil klar, es ist dein Kind und es ist dein Sohn, der ist ja irgendwie ähnlich, aber irgendwie ist er auch ein eigenständiges Wesen. Und das herauszufinden, da so eine Neugier zu entwickeln. Ah, wie siehst du das denn? Wie fühlst du denn dazu? Ne, weil er dann natürlich auch anfängt, darüber nachzudenken, in sich reinzuspüren. Ne? Und ja, genau. Aber ne, die Basis ist erstmal einfach qualitative Zeit, einfach eine gute Zeit haben. Und dann kann man Stück für Stück das fördern. Man sieht also, dass es gar nicht so große Dinge sind, ja. Es sind kleine Aktivitäten, die nichts kosten, die kaum Zeit einnehmen und doch so eine große Auswirkung haben können, wenn wir uns einfach auf unsere Kinder einlassen und uns mal bewusst auf sie konzentrieren, das Handy zur Seite legen und mal schauen, wie geht's meinem Kind? Was macht er überhaupt? Was fühlt er gerade? Und wo kann ich ihm da ein Stück Begleitung sein, ja? Absolut. Und da auch wieder, ne, sehr schön gesagt, ne, auch wieder Prioritäten und Fokus. Hey, was ist jetzt gerade wirklich wichtig? Ist es jetzt wichtig, mir Alltagsstress zu machen? Ah, das muss ich noch einkaufen und das noch machen und ah, und da auf der Arbeit und was war ich mit dem Kollegen? Ah, und meine Frau wieder. Oder gerade, hey, hier ist mein Kind. So, eins der schönsten Wesen, das ich kenne. So, das ich liebe. So, ah, okay. Fokus. So, weil, es sei euch gesagt, die werden schneller groß, als ihr glaubt. Ne, das fühlt sich manchmal so langsam und anstrengend an, aber irgendwann blickt man zurück und denkt sich so: Mein Gott, der ist ja Ja. riesig geworden und boah, wie der damals war. Und die verändern sich auch so schnell und so viel. Und das ist, wenn man das bewusst wahrnimmt, also wirklich ein Wunder. Ne? Also, das ist Ja. ja sehr, Ja, sehr es schön. ist schon enorm. Meine Große ist jetzt 15 geworden und dann habe ich auch zurückgeblickt und denke, wo ist die Zeit jetzt hin? Wo ist sie hingekommen? Und mein Sohn, der war, der Große, der war immer so ein Liebchen, ja, wo er klein war. Und jetzt, wo er groß ist oder älter ist und jetzt in die Pubertät kommt, da denke ich, dass sowas von dir kommt, das hätte ich nicht erwartet. Ja, also man lernt sein Kind nochmal auf eine ganz andere Weise kennen. Ja, er wird jetzt männlich, er löst sich von mir und er schaut, dass er sich selbst findet. Ja, und das ist für mich natürlich als Mutter auch eine Herausforderung, weil wir uns immer sehr nahe standen, wir zwei. Und jetzt möchte er so ein bisschen seinen Raum haben. Ja, Mama muss jetzt ein bisschen zurücktreten. Ich möchte jetzt, er sucht seinen Vater sehr stark in diese Zeit auch. Ja, und dann ist es schon interessant, ihm dabei zuzusehen, wie das Ganze sich so entwickelt. Ja, ich wünsche auch, dass meine Jungs zu echten, starken Persönlichkeiten werden, dass sie auch selber mal in der Welt einen ganz, ganz positiven Beitrag bringen können. Ja. Sehr Christian, schön. ich danke dir für den Austausch. War sehr interessant. Ich hätte mich noch sehr lange mit dir unterhalten können, aber dann wird das Video wohl zu lang. Aber wo finden dich meine Zuschauer, wenn sie mehr von dir hören möchten? Ja, also einmal auf Instagram christian_browa, dann habe ich eine Internetseite christianbrowa.de, unser Podcast Unsere Jungs findet man eigentlich auf allen Podcast Plattformen, da ist auch die Arbeit von Anton, die ist auch sehr, sehr wertvoll. Und genau, unter männers.com könnt ihr auch nach den Abenteuerurlauben, Vater-Sohn-Abenteuerurlauben schauen. Es ist Abenteuer und Urlaub für Vater und Sohn, also für beide ganz, ganz klasse. Und genau, ich freue mich über jeden, der bereit ist, diese Reise anzutreten, weil das ist einfach unglaublich kraftvoll und wundervoll und so viel, was da drin steckt. Und genau wie du gesagt hast, ne, unsere Jungs sind die Männer von morgen. Ja, es lohnt sich, in sie zu investieren. Ich danke dir, Christian. Dann werde ich das Interview hier an dieser Stelle beenden und wünsche dir alles Gute in deiner Arbeit, auch viel Erfolg und mögest du noch vielen Menschen eine Hilfe und ein Segen sein. Vielen Dank, Olga. Dir auch alles Gute und vielen, vielen Dank für dieses angenehme Gespräch. Und ja, dir auch noch eine gesegnete Woche und dass du weiter deine Message so nach außen trägst. Das ist sehr, sehr schön. Ja, mit Gottes Hilfe machen wir weiter, ja? Okay. Ich sage dann Tschüss an dieser Stelle, ja? Jo.